Aber nichts. Ich hab gedacht, vielleicht sind es Passagiere, aber sind es nicht. Hier liegen noch ein paar Herzen rum, wenn ihr wollt. Das sieht aus wie ein Gehirn oder eine Leber. Hm. Könnte auch ein Lungenflügel sein. Gehirn oder Leber? Da hat jemand echt Biologie studiert. Okay. Ach, Klappe. Oder Humanmedizin. Warum ist hier unten ein Generator ausgerechnet hier? Da kein Generator, ist doch eine Lichtmaschine oder sowas. Hm. XL-Taschenlampe. Leute, das sieht mir sehr nach Tauchaktion aus. Oh, wir können ja versuchen, das Ding ins Wasser zu werfen. Meint ihr, das bringt was? Vielleicht leuchtet die unter Wasser. Also hier ist auf jeden Fall ein Tunnel. Kann man die so weit runterschieben? Oh, die ist ausgegangen. Die Flare, die geht im Wasser aus, ja. Das nee, geht nicht. Die Lichtmaschine ins Wasser geworfen. Echt? Bei mir steht sie noch echt, an der gleichen. Bei mir steht die auch noch. Jeder hat eine eigene. Oh, jeder hat eine eigene Lichtmaschine, cool. Vielleicht kann man das zum Tauchen benutzen. Nein, die leuchtet unter Wasser. Wie geil ist das denn? Das ist ein U-Boot. Da sind Motoren mit Rotor-Dingern dran ne, auf der Unterseite. Okay. Ja, ich habe sie reingeschmissen ins Wasser. Sie U-Bootet aber nicht. Also meine U-Boote. Kannst du damit hier. Kannst du damit schwimmen? Nee, das leider nicht. Hier geradezu ist irgendwie im Gang, glaube ich. Wo seid ihr? Im Wasser. Getaucht? Ja. Beide? Ich sehe nur Daniel. Ich bin gerade wieder an der Wasser. Hier geht's nicht weiter, glaube ich. Nee. Ich guck mal nochmal kurz auf die Karte, ich glaube aber auch nicht. Naja. Richtig sicher bin ich mir gerade nicht. Ah, lass zurückgehen. Oh, ich ersauf mich. Ah, doch nicht. Mein Gott. War das knapp. Wenn jetzt Hannes zu gucken würde, der könnte mir sagen, ob es hier weitergeht. Hat er die Höhlen auswendig gelernt? Nee, aber der hat alle Höhlen schon erkundet mit seinem Kumpel. Hier ist doch noch ein Vieh. Ich hör's doch. Ja, ich hör's auch. Ja. So, wo lang? Ja, hier geht's weiter. Hier waren wir noch nicht. Hier geht's runter. Ah ja. Holt ihr so. Halt, stopp. Wir werfen erstmal eine Flare runter. Ging's da nicht noch weiter hoch vorhin? Nee. Jetzt... Aber hoch wollen wir auch nicht. Nur weiter runter. Hahaha. Sieht gut aus, kletter weiter. Hallo? Hier liegt nochmal ein Buch. Echt Buch? In der Leiche. Aber er guckt sich's nicht an bei mir. War vielleicht das gleiche nochmal. Mehrere Ausgaben. Oh, hier können wir übrigens sprengen, ne? Können wir sprengen? Ja, hier. Ja, dann sprengen wir. Soll ich? Oder macht Josi? Oder? Nee, mach du. Lass uns den Weg blockieren, wenn er wegrennt. Operation menschlicher Schutzschild. Muss man das werfen? Oh, ich hab's einfach fallen gelassen. 3 FPS, großartig. Ich bin runter auf 50. Wow. Hat nicht gereicht. Ich muss nochmal was reinstecken. Oh doch, jetzt ist es weg. Ratet mal, wer gerade zuguckt. Wer guckt denn zu? Ich soll schöne Grüße von Schabik, bestellen, Josi. Zauberhaft. Das muss nochmal jemand von uns Harzblättern sprengen. Spring ja schon. Macht Marius, oder? Oh. Oh, du bist umgefallen. Ja. Ich hab mich umgehauen, aber richtig spektakulär animiert, war echt gut. Deswegen hatte ich nur 3 FPS, als du umgefallen bist. Los, Fackelmann.
Fackelmann-Grillzangen. Die Flares sind echt gut. Ja. Da, wo wir aktuell sind, bin ich auch froh, dass wir sie haben. Ja. Warum? Weil wir nahe in der Mitte sind. Ich wundere mich, dass wir hier so wenig Gegenwehr haben. Oh, die Gegenwehr ist jetzt gerade unterwegs. Wirf mal da irgendwas runter, so eine Flare oder so. Nice, Schabek, nice. Damaskus-Stil oder was? Da lacht doch was, oder? Wie teuer? Innen sehe ich schon. Wehe sehe ich. Oh Gott, oh Gott, da guck mal rechts. Ja. So ein Fleischberg, wie wir neulich schon gesehen haben. Zeit für Pfeil und Bogen. Oh! Okay, Zeit für die Axt. Alter! Oh Gott, hier macht dich ja richtig platt. Ja, und du hast daneben geschmissen. Zweimal. Vor allen Dingen, das zieht sofort Energie ab, ne? Josi, wie wirfst denn du? Alter! Es hat mich! Was zum Teufel? Und ich bin tot. Ihr müsstet vielleicht mal die... Oh, ich bin wieder wach, oder? Wo bin ich denn? Ich musste mich auch gerade erstmal sortieren. Wo ist es denn? Okay. Oh Gott, ist das creepy. Der Endgegner. Wer hat sich hier gerade beschwert, dass kein Gegner kommt? Ich? Ich muss mich erstmal kurz wieder mit Medizin vollpumpen. Nimm das Kick. Ich bin tot. Warum habe ich eigentlich... Ich bin tot. Ja, ich bin links. Ich bin auch hinter euch umgefallen. Ich hab ein Problem. Ja. Das wäre ein Traum, wenn das gehen würde. Ich bin tot. Krass, er hat mich einfach so umgenommen. Ich muss mit Pfeil und Bogen jetzt auf das Vieh. Marius ist hinter uns und Josi liegt im Sterben. Ich werf Dynamit, geh weg. Noch töter kann Josi ja nicht werden, oder? Richtig. Nee. Okay, jetzt bin ich richtig tot. Ernsthaft? Mhm. Jetzt bin ich wieder im Flugzeug. Echt? Marius hat dich getötet. Ja, dann müssen wir gucken, dass du wieder hierher kommst, weil ich glaube, du kannst es aufheben. Liegt denn all mein Zeug bei euch? Aber dann müsste richtig viel jetzt liegen. Ich sehe gar nichts, nur meine Pfeile, die hier durch... Wie? Warum? Ich habe den doch getroffen. Nee, ich sehe auch nichts. Also das fällt aus. Dann quitte einfach, du hast dein Safe Game von davor. Einfach Alt F4 drücken jetzt. Großartig, das Vier hat uns ja richtig nackig gemacht. Ja. Bin ich in den Wald oder was muss ich jetzt machen? Ja, kurz warten. Unseren Spielstand würde ich halt schon nochmal speichern irgendwie. Achso, ja. Mhm. Großartig. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier rauskommen. Man konnte dich aber auch nicht wiederbeleben, weil es permanent auf dir rumgestapft ist. Das Vieh hat auf dir rumgetrampelt und dann, also ich bin mir nicht mal sicher, ob das TNT das war oder die Kombination aus dem Vieh und dem TNT, also. Es wäre schön, wenn man hier irgendwo ein Zelt hätte zum Speichern oder so. Ich hab hier ein Vieh. Jo. Hier ist noch Dynamit, Marius. Falls du brauchst. Ja, ich hab gar nichts mehr. Noch Dynamit. Hier ist ein bisschen. Also, ein Nachteil in dem Spiel ist auf jeden Fall, dass die Gegner keine Lebensbalken haben. Das ja. Das ist ziemlich nice. Hier ist noch eine Kassette und ein Heft. Alter! Ja, ich betrachte dir erstmal das Heft in aller Ruhe. TNT-Stange, also ich habe ja zwei geworfen, nachdem du gestorben bist, habe ich noch eine geworfen. Das ist, leicht explodiert. Leicht. Geradezu ist ein Seil,
Hier? Ja. Ah, ja. Guck mal kurz Karte. Haben wir auch alles gefunden? Nicht, dass wir was übersehen haben. Ja, wir gehen ja sowieso irgendwann nochmal runter, wenn wir uns wieder dabei haben. Ja. Zur Base oder wie funktioniert das? Ja, hier ist direkt ein Seil, ich kletter mal hoch, weil auf der Karte ist auch ein Ausgang markiert. Kratz für die 85. Da hat die stumm gemacht, bist schon die ganze Zeit stumm. Nee. Schabek, cool, dass du für 85% das Messer geschossen hast. Bestimmt ruft deine Mutti jetzt an. Nee, ich hatte nur kurz Schabek was gesagt, warum hängt hier ein Bergsteiger? Hey, der ist noch relativ frisch. Ja, ist das hier auch. Was hier ist denn relativ frisch? Naja, er war noch nicht verwest. Ah. Ach, verdammt. Irgendwas sagt mir, dass man ja... Hier ist auf jeden Fall ein Feuer, das man anmachen kann, aber da kann man nicht speichern, ne? Ist so blöd. Weiß ich nicht, an manchen kann man speichern. Nee, Feuer nicht, ne? Nee. Ne. Hier sind Zelte, Daniel. Oh. Oh, hier kann man wirklich speichern. Sehr, sehr nice. Ein gemalter Turm. Top. Also speichern wir jetzt erstmal und dann gehen wir raus, oder was? Ja. Okay. Wieder mein Lieblings-Homer Simpson-Zitat. Ja, definitiv. Okay. Ach, ja, bei uns ist, liegt ein Stock mit Marshmallows. Neben dem Lagerfeuer hier in der Höhle. Achso, ich glaube, komm jetzt zu euch gelaufen. Hier geht's nochmal höher, Daniel. Ja, warte, soll ich hier. Ich pack mal kurz ein bisschen Fleisch aufs Feuer. Bevor ja, die Lizards. Übrigens müssen wir unbedingt Fleisch besorgen, weil unsere Base hat keins mehr. Ja. Gar keins mehr? Gar keins mehr. Was? Du musst ja gerade ins Essen. Das war das Letzte. Ja, zwei Expeditionen damit finanziert, sag ich jetzt mal. Ich kann mir nochmal die Zeitschrift angucken. Jetzt unterwegs angegriffen werden, muss ich heulen. Ich schon mal Josis Namen. Ja, ich auch. Aber ich sehe deinen Namen nicht. Ach doch, da oben. What the F? Kletterst du noch? Ja, ne? Ja, ich kletter immer noch. Und ich hab Hunger. Ja, hier unten ist Fleisch. Ja, super. Ich kann ja Leertaste drücken oder E. Ich kann dich wiederbeleben, Marius. Short way down. Wie im wahren Leben. Easy way. Richtig. Wie wenn du beim Battlefield aus dem Flugzeug fällst, völlig zermatscht auf dem Boden aufkommt. Defibrillator. Ja. Ich bin direkt bei einem Ausgang, wenn du dann zu mir läufst, dann solltest du mit uns runterkommen können. Mich interessiert jetzt, wo ich rauskomme. Pop! Bei uns in der Base. Das wäre gut. Also der Weg ist gefühlt eine Ewigkeit, so kann ich schon mal sagen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Reiten, oder? Nee, sind wir nicht. Gott, ich hab so Schiss. Fleisch neben mir schreit und auf mich eingeschlagen wird. Das Fleisch hat schon wieder kaum was geholfen hier. Wenn du Sachen lange im Inventar hast, dann verderben die, egal ob du sie dann noch zubereitest oder nicht. So, ich bin am Loch auf jeden Fall. Okay, dreh mich mal rum. Ja, muss noch zu mir laufen. Das ist nochmal ein Stück. Lustig wäre, wenn für Jose die ganzen Monster wieder gespawnt sind. Ah, dieser dicke Fleischklops, unglaublich, ey. Das ist ja auch ein fettes Baby und sehr groß. Und wir haben den ja ordentlich eingeschenkt. Ich hab den ganz doll gepiekst in seinem Po, aber er wollte einfach nicht umfallen. Na, ich, ich glaube, bei dem musste ich echt mit starken Waffen ran, ey. Ich hatte ja vor allem das Bekloppte, als er in der Ecke stand, wollte ich TNT hinwerfen und habe eine Flare hingeworfen, dann ist er auf uns zugerannt gekommen. Also, das war schon so Fehler Nummer 1. Ja. Aha, also bist du schuld. Und dann hat das Dynamit gezückt, Josi, und dich damit in die Luft gesprengt. Ich okay, hab's genau gesehen. Hier können wir runter. Daniel hat schon Feuer gemacht unten. Ja. Ich jetzt auch nochmal.
Habe ich das richtig gesehen, dass ihr einen Hasen getötet habt? Ich ja. Achso, ich habe das Fleisch nicht mitgenommen. Ja. Ich habe das Fleisch, aber du weißt, was du mit dem Fell tun musst. Da. Ja. Leute, das... Ich sehe deinen Namen immer. Geh da einfach ins Loch rein, da. Welches Loch? Du stehst direkt neben dem Loch. Geh mit Sicherheit nicht direkt neben einem Loch. Ich habe mich gerade 360 Grad gedreht. Ja, da steht ein Stickmarker direkt daneben, grüner. Ich habe sogar extra einen hingestellt. Well, that escalated quickly. Ja, wir wollten wieder runter ins Loch, warum rennst du denn weg? Ey, manchmal habe ich Schuld, aber in den Momenten echt nicht. Irgendwie echt doch? Ja, genau. Ich habe ja schon mal ausgeleuchtet. Mann, ich sehe dich. Ich sehe euch leider nie. Klettere einfach noch weiter runter, das ist noch ein Seil. Ich wäre fast wieder runtergefallen, ey. Kein Problem, ich kann dich also aufstellen. Stimmt, Daniel kann ich ja wieder bewegen. Voll Fleiß am Bauch. Daniel, guck mal, ich winke. Nicht. Jetzt rendern die Zelte langsam. Ihr Alter. Eins nach dem anderen auf. Wie krass hoch das ist. Das Lagerfeuer wird unendlich weit gerendert, aber die Zelte nicht. Kam hier erst vor 10 Metern wieder zum Vorschein. Also ich sehe Daniel als ganz winzigen Punkt unter mir. Richtig, ja. So tief musst du noch runter. Ich seh dich gar nicht, Josi, ich sehe nur deine Fackel. Ja. Jetzt erscheinst du langsam. Ich hab ein kleines Feuerzeug in der Hand, aber ja. Okay. Das muss ein gutes Sippo sein. Das ist aber ein Ziel. Ich hab gelernt, die Jugendlichen von heute nennen das anders. Wie denn? Da heißt das Sturmi. Oh Mann. Also bitte. Ja, sorry. Von wo sind... Kaputt mit unserer Jugend. Wir sind von hier hinten hochgekommen, Marius, ne? Ja. Okay. Schauen wir doch mal, ob für Josi da unten wieder was wartet. erwartet es uns dann nicht alle? Nee, ich sehe das ja nicht. Wisst ihr, was lustig ist? Dass es ja theoretisch hier nicht weitergeht. So, ich würde jetzt mal ganz fix den Hasen hier braten. Ja, ich glaube... Ja. Ich glaube, ich sehe hier von hier einen Ausgang. Oh, hier ist ja schon was zu essen da. Geil. Ist bestimmt leicht verkohlt. Nö, geht. Ging noch. Oh. Hä, das ist ja witzig. Die Sachen... Also ich habe doch Lizards getötet auf unserer Reise. Oh, Daniel. Nicht witzig. Jedenfalls die Lizards... hab auf dem Weg hier runter, bevor ich gestorben bin, die waren noch da. Okay. Die habe ich gerade auf den Grill geschmissen. Ja, cool. Ich sehe es. Ja, zwei Sachen sind noch von mir. Sind einige. So, ich habe noch einen Hasen, der gegessen. So viel Fleisch. Aber Leute, mal ohne Scheiß, wer baut denn hier unten seine Zelte auf? Höhlenforscher. Und die Puppe und so weiter, das habe ich auch alles behalten. Ja, das war auch bei unserem ersten Raid, oder? Na, also schon danach zurück ins Lager, haben geschlafen und dann... Stimmt. Also du hast nicht viel verloren, glaube ich. Nö, ist okay, mein Inventar sieht gut aus. Glück für dich, Daniel! Glück für dich! Wieso für mich? Zum letzten Mal, echt. Ach, scheiße, die Sachen, die auf dem Grill liegen, kann man sich gar nicht einstecken, wa? Richtig. Ich bin mir sicher, wir werden alle satt davon. Ja, ich bin schon satt. Schon lange satt. Gut, dann essen wir jetzt aus Dummheit weiter, es ist schade, es verkommen zu lassen. Oh. Hey, hier spastet ein Koffer rum. Wisst ihr, was das Lustige ist? Ich glaube, wir müssen... Achso, wir gehen jetzt nochmal zurück, ne? Oder wie? Ja, wir gehen jetzt wieder runter. Wir haben noch nicht alles am Vorstand. Wer brennt? Ja, Alter. Wieso brennst du, Josi? Hattet ihr auch gerade ein Echo? Ja. Wie gruselig war das denn? Ja, nicht schlecht gemacht. Boah, kannst du mal deine Käsefüße aus meinem Gesicht nehmen? Selber Käsefuß. Ist das geil, mein Bruder fragt mich gerade, warst du an der WTU Cottbus Senftenberg? Sag, du warst in der Harvard University. Ah. Ja, ist eigentlich ein guter Konter, nee, in Harvard. Was für eine dämliche Frage, echt.
Naja gut, theoretisch gesehen war es damals noch die BTU Cottbus. Ich, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Glaube nicht, dass er darauf hinaus will. Glaube ich auch nicht.